Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Darauf sippe ich erstmal. Sehr professionell, ich weiß. Close to the Sun heißt das Game. Es ist ein Horrorspiel, wie angekündigt, auch mit Facecam, damit ihr natürlich über mich lachen könnt. Ich bin größter Horrorschisser. Ich habe keine Ahnung vom Game. Das Einzige, was ich weiß, das Game hat so eine Art Bioshock-Design. Also die haben sich vom Design her ziemlich an Bioshock gehalten, sag ich mal, oder inspirieren lassen, was ich gut finde. Den Rest, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel, wir gehen rein. Möchtet ihr mehr von dem Video sehen, dann drückt den Daumen nach oben, sehr wichtig. Abonnieren natürlich nicht vergessen und lasst es mich in den Kommentaren wissen, denn Rezension von euch bestätigt halt, dass ihr das gut findet und dann mache ich weiter mit dem Game. Vielleicht zocken wir es ja durch, wenn ich es schaffe. Ich bin wirklich größter Horrorschisser. So, wir gehen rein. Vorab, sollte ich irgendetwas übersehen, dann lasst mich auch in den Kommentaren wissen, weil bei mir ist das Game, weil es ein Horror-Game ist, dunkel. Ihr habt es aber heller als ich. Das werde ich extra für euch einstellen, damit es im Video, wisst ihr, was ich meine? Damit, wenn ihr das schaut, nicht zu dunkel ist. Kennt man ja bei den Horror-Games. Ihr seht das auf jeden Fall besser als ich. Ich habe das Game ziemlich dunkel und dann, lasst uns beginnen. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Okay, erstmal sehr schöne Grafik. Sehr, sehr schöne Grafik. Verlassen Sie Ihr Zimmer, machen wir sofort. Wirklich sehr schön. Aber tatsächlich sind die Stimmen immer noch zu laut für meinen Geschmack. Ich mache sie mal ein runter. Sollten sie immer noch zu laut sein, dann, werden wir mal schauen, so 0,8. Besser, besser. So, gucken wir uns mal um. Können wir hier irgendetwas öffnen, interagieren? Aber mit Rechtsklick zoomen wir. Auf jeden Fall sehr luxuriös. Unsere Kahüte nennt man das, glaube ich, ne? Auf dem Schiff, ich glaube schon. Welcome aboard. Please wear the official Helios outfit provided by, was? Warden Clive? Warden Clive? Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Wir müssen das verlassen. Und dann schauen wir mal. Fuck. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Okay, sehr, sehr komisch die Stimme. Le Petit Parisien? Ist das Französisch? Maybe Helios set sail for the open oceans. Zeitung. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angeblich Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Warden Clive weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck gegenzusteuern. Okay. Die Grafik ist halt sehr schön, ne? Da müssen wir vielleicht lang, ich weiß es nicht. Kommen wir hier rein?
Okay. Okay, aber wir konnten... Wir erkunden erstmal nochmal ein bisschen, würde ich sagen. Kann ich die aufnehmen? Oh, ja. Ich dachte, wir könnten es... Da ist was. Ich dachte, wir könnten es irgendwie aufschlagen oder so, aber es gibt ja aktuell noch keinen Grund für Panik. Das Helios Grande Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Ah ja. Warum müssen wir das machen? Press button to commence docking produce. Ach, Proceder. Oh mein Gott, produce. Ja, wahrscheinlich, Bruder. Okay, wir docken an. Was zur Hölle, Alter? Fahren wir in den Himmel oder? Krass. Okay, Kapitel 1. Die Grenzen des Hermes. Oh. Oh. Okay. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Boah. Das ist schon... Alles funktioniert von alleine? Okay. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Warum sind die Stimmen so laut? Obwohl ich die schon auf 4 gestellt habe. Vielleicht müssen wir irgendwie hier die Konsole betätigen. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Mhm. Profil, die Schiffsratte. Aktiver Spion. Isolieren und eliminieren. Okay, kann man die Blätter umdrehen? Nee. Okay. Hat schon harte Bioshock-Vibes, oder? Also ich finde, übertrieben. Natürlich die alten Bioshocks, 1 und 2. Aber das gefällt mir so. Wardenclyff. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Okay, kannst du mir vielleicht nicht so in meine Ohren schreien? Das wäre sehr gut. Mach mal alles ein bisschen runter. Ich werde da nicht klug drüber. Wo sind wir? Am Harbor. Okay, ja, das macht ja auch natürlich Sinn. Okay. Was? Quarantine? Steht da Quarantine? Corona? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Ich glaube, wir sind hier mit ein paar Corona-Infizierten zusammen. Und das Game beginnt offiziell. Haben wir hier? Bruder. Okay. Die Effekte müssen aber definitiv einlauter. Stimmen auch. Die Stimmen von den Protagonisten, ich sage jetzt sag einfach mal Protagonistin, die sind übelst laut. Der Rest ist leise. Kommen wir einfach rüber? Build the Future. Das war Trump in seinen jungen Jahren. Man kennt ihn. Okay. Okay.
Weiß erstmal, wo wir nicht lang gehen. Da vorne ist ein Aufzug. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsüberbrückungsschalter, um den Aufzug zu reaktivieren. Oh Gott. Das ist aber nur Farbe. Clever, clever. Man denkt immer, das ist Blut. Aber es war Farbe. Hallo? Ist hier jemand? Ich hab Schritte gehört. Aber gut, können wir hier rein? Nein. Ladies Room? Auch nicht. Ihr aber. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Ich sag's ja, ich bin der größte Horrorschisser. Ich sag's ja. Was, wenn die zueinander zeigen? Nee. Nee. Ah, beide nach oben. Aha. Okay, das wollen wir noch nicht machen. Armless. Unter Verdacht, Schläferagent zu sein, bestätigende und endkräftige Beweise finden. Mhm. Labortechniker, okay. Und okay, nur noch eins. Ah, ich dachte, die würde beide aktivieren oder reaktivieren. Gut, wir können die Tür hier erstmal öffnen. So, und das andere müsste sich ja dann auf der Seite befinden. Gehe ich mal stark von aus. Aber wir können uns ja nochmal umsehen. Dann wollen wir mal den anderen Reaktor reaktivieren. Oh Gott, das ist so ultra dunkel hier. Es ist wirklich dunkel. Da kommen wir rein. Das ist hier. Boah, Alter, bin ich gezuckt. Oh. Bruder. Da ist wieder so ein Rätsel. Da geht aber auch noch eine Tür hin. Und die Tür ist zu. Da geht's noch eine Leiter rauf. Ah. Sehr merkwürdig. Ich würde gerne nochmal vorher auf die Leiter gehen, um zu gucken, was sich oben befindet. Und dann würde ich den zweiten Reaktor reaktivieren. Schiffswaffen können ganze Flotten vernichten. Mehr ist hier nicht? Okay. Noch hier. Name David Bishop, 1890 geboren. Okay. Wenn das 8090 ist, das Kind, das heißt, wir müssten im 19. Jahrhundert sein oder in einer modernen Zeit, also 2000 irgendetwas. Und das ist uralt, die Story. Aber ich könnte mir 1900 irgendetwas richtig gut vorstellen, wegen den Handschuhen von unserem Charakter und hier diese Kameras. Anfang 90er würde, glaube ich, sehr gut passen. Okay, dann haben wir hier noch was. Der Dampfer, man kennt ihn. Bevorstehende Bedrohung, Unbekannte, bla bla bla. Hier haben wir nichts. Reaktivieren das und dann. Das sollte es gewesen sein.
können wir Ada finden. In den Fahrstuhl. Warum war gerade der Untertitel auf Englisch? Weiß es nicht. Gut. Gehen wir zum Fahrstuhl. Was ist hier? Abgenutzte Keycard für den Eingang. Ja. Mhm. Für den Aufgangs. Was zur Hölle? Hey! Hey! Scheiße. Bruder. Kannst du mir doch nicht antun. Alter. Mein Gott. Kapitel 2, das Feuer des Prometheus. Okay. Okay. Erkunden Sie Helios, um Ada zu finden. Alles klar, wo befinden wir uns? Wir befinden uns im Teslatorium. Oben am Schiff, fast am Deck. Sieht sehr schön aus. Aber wenn ihr mehr sehen möchtet und erfahren möchtet, was das Ganze mit sich auf sich hat, wo Ada ist, wer wir sind und wie die Story ist und falls ihr euch, keine Ahnung, mehr amüsieren möchtet, dass ich mich so erschrecke, wie bereits gesagt, Video ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, vielleicht Glocke aktivieren, in den Kommentaren schreiben, ob ihr mehr sehen möchtet, ja, nein, etc. pp. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich habe mich mega gegruselt. Ich werde es hier erstmal beenden und dann... Genau. Alle Hater-Kommentare wegputzen. Man kennt ihn. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Man sieht sich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ich bin raus. Peace.